Was wird sich im Jahr 2024 bei Sony tun? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Bei mir findet ihr Fotografie, Tipps und Tricks und Informationen zur Kameratechnik und die Geschichte hinter den Bildern. Wie eigentlich schon gesagt, wollen wir heute mal darüber sprechen, was sich bei Sony im Jahr 2024 tun wird. Das Ganze hatte ich letztes Jahr schon mal gemacht und tatsächlich kam das Video ganz gut an. Deswegen dachte ich, machen wir das doch hier einfach als so eine Art kleine Tradition, dass wir uns zum Jahresende mal anschauen, was ich im Vorjahr für Vorhersagen getroffen habe, wie gut oder wie schlecht die waren. Und dann schauen wir aber natürlich auch mal, was uns 2024 bringen könnte und auch was eure Wünsche sind für das kommende Jahr. Und ich dachte, wir nehmen mal ein anderes Set, dass es für euch nicht immer so langweilig wird. Deswegen heute mal wieder hier in den alten Gefilden. Aber ich würde sagen, genug der langen Vorrede, fangen wir einfach mal direkt an. Im letzten Jahr hatte ich als Erwartungen geäußert, dass eine Sony A9 Mark III kommen wird. Sie ist tatsächlich gekommen. Ich hatte damals gesagt, dass sie nahezu identische Spezifikationen wie die A1 haben wird, den Body von der R5 und dazu einen 24-Megapixel-Sensor. Tatsächlich lag ich damit gar nicht so weit daneben. Sie hat mindestens die Spezifikation der A1 bekommen, ist aber deutlich noch drüber hinaus. Den Body der R5 hat sie nicht bekommen, sondern sie hat einen komplett neuen Body bekommen, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich freue mich auch, die Kamera dann hoffentlich irgendwie Anfang des Jahres mal in Händen zu halten. Wenn sie dann mal irgendwie in Fotoläden ankommt, werde ich mir die auf jeden Fall mal anschauen. 24-Megapixel-Sensor ist geblieben, also da völlig richtig gewesen. Und überraschenderweise der Global Shutter hier dazu gekommen. Die Kamera, denke ich mal, die Kamerawelt so wieder ein bisschen auf den Kopf gestellt. Jetzt muss sie sich natürlich dann in der Praxis noch beweisen. Was ist eure Meinung zu der Kamera? Gut, schlecht, zu früh? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Die A7 C2 hatte ich persönlich nicht völlig abgeschrieben, aber hatte gesagt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering, weil mir persönlich erschien es so, als wäre die Sony A7 C Mark I nicht so wirklich gut angekommen. Tatsächlich sieht Sony anders. Sie haben eine Sony A7 C Mark II auf den Markt gebracht. Dazu habe ich auch das Buch geschrieben im Bildner Verlag und sogar noch eine CR mit da oben drauf. Also anscheinend kommt die Kamera sehr, sehr gut an. Und mit der Sony A7 C Mark II kann ich mich persönlich auch deutlich, deutlich mehr anfreunden, auch wenn sie bei mir persönlich nicht im Fotorucksack landen wird, ist es trotzdem hier eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Sony A7 C. Die A7 Mark V wäre eigentlich dran gewesen jetzt Ende des Jahres, weil die immer so alle 2 bis 3 Jahre kommt. Aber ich denke mal, es wird noch ein bisschen dauern. Die werden diesmal wahrscheinlich eher die 3 Jahre ausreizen. Also werden wir hier wahrscheinlich erst irgendwann Mitte, Ende 2024 sehen. Ich hatte auch im letzten Jahr schon gesagt, dass die Kamera wahrscheinlich eher 2024 kommt als 2023. Und genauso ist es auch geblieben. Und der letzte Wunsch, den ich hatte, der sich leider nicht erfüllt hat, war endlich mal eine richtige High-End APS-C-Kamera. Die FX30 hat es gezeigt, was möglich war. Leider Gottes haben wir die Kamera nicht bekommen. Wir haben die A6700 bekommen. Die ist gut. Die ist sehr gut, aber sie ist nicht das, was ich persönlich wünschen würde. Ich würde mir halt den Vollformat-Body wünschen, einfach schlicht mit einem APS-C-Sensor drinne. Das haben wir nicht bekommen. Mal schauen. Vielleicht kommt es nächstes Jahr, beziehungsweise vielleicht kommt es dann 2024. Ich glaube nicht mehr dran, also je mehr Jahre ins Land gehen, ohne dass so eine Kamera kommt, desto geringer wird in meinen Augen die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt jemals kommen wird. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ich persönlich sehe es, wie gesagt, nicht. Dann hatte ich euch ja gefragt, was eure Wünsche für 2024 sind. Und da haben einige geantwortet und ich habe mir mal so ein paar Kommentare rausgesucht mit ein paar guten Sachen, die dabei waren. Als erstes der Matthias Bittrich. Eigentlich gab es für den E-Mount genügend Auswahl an Objektiven, ein bezahlbares 24-70 f/2.0. Und ein 14 bis 30 oder so wäre noch interessant. Der erste Teil der Aussage stimmt auf jeden Fall. Sony hat hier den riesengroßen Vorteil, dass sie von Anfang an das Mount aufgemacht haben für Dritthersteller. Damit haben wir jetzt hunderte Objektive, richtig, richtig gute Objektive für Vollformat, für APS-C. Es ist mittlerweile eigentlich alles dabei. Ja, hier dieses 24 bis 70 f/2.0 nach dem Vorbild von Canon wäre sicherlich noch was. Am ehesten würde ich das tatsächlich aktuell Tamron zutrauen. Vielleicht so einen 2.0er bis 2.8er in Richtung von dem 35 bis 100. 35 war es, glaube ich, was wir schon hatten. 14 bis 30, ja, sehe ich persönlich nicht, dass das irgendwo kommen wird. Wir haben die 12 bis 24er und wir haben auch die 16 bis 35er. Das ist so eine komische Zwischenbrennweite, die, glaube ich, nicht kommen wird.
Von Daniel Chaskel. Hey, ein Update für meine A6700. Shutterdown beim Objektivwechsel würde ich mir wünschen. Und viel Erfolg mit deinem Channel. Vielen Dank dafür. Ein Update für die 6700 wird sicherlich nochmal früher oder später kommen. Zum Thema Update-Strategie wird auch Anfang des Jahres von mir nochmal ein Video kommen, weil Sony da jetzt scheinbar so ein bisschen dreht und sich so ein bisschen neu ausrichten möchte. Aber gerade den Shutterdown sehe ich nicht wirklich. Weil das Problem ist, der Verschlussmechanismus als solches ist super, super empfindlich. Und ich bin jetzt kein Techniker, ich bin jetzt kein Ingenieur von Kameras oder sowas. Deswegen weiß ich nicht, ob das ohne weiteres mit jedem Verschluss möglich ist, dass man den dauerhaft unten lassen kann. Es kann vielleicht sein, dass bei den Kameras, die diese Möglichkeit haben, der Verschluss nochmal irgendwie anders gearbeitet ist, nochmal verstärkt wurde oder sowas. Und das sind dann hardwareseitige Sachen, die sich halt durch ein Firmware-Update nicht nachrüsten lassen würden. Wenn das eins zu eins derselbe Verschluss ist, klar. Warum sollte Sony das dann nicht machen? Das wäre eine relativ einfache Möglichkeit, das nachzuliefern. Aber dann hätten sie das vielleicht auch schon bei anderen Updates für andere Kameras nachliefern können, weil das ja doch was ist, was viele Leute sich wünschen. Und deswegen denke ich mal, dass da schon bei dem Verschluss noch irgendwelche Hardware-Sachen anders sind als bei dem normalen Verschluss. Und deswegen glaube ich nicht, dass so ein Update kommen wird. Aber eure Meinung dazu gerne unten rein. Vielleicht kennt sich ja jemand auch mit der Mechanik wesentlich besser aus. Wie gesagt, ich bin kein Techniker. Ich nutze die Kameras nur, ich baue die nicht auseinander. Von Elefantenfan 1980. Ich hoffe immer noch auf eine G2-Version des Tamron 17-70. Ansonsten habe ich erstmal keine große Planung und bin mit der Alpha 6700 und dem SEL 16 bis 55 sowie 70 bis 350 wunschlos glücklich. Am Überlegen bin ich noch, ob ich mir das aktuelle 20 bis 70 bis 200 F4 G2 kaufe, aber das ist nichts, was ich unbedingt sofort brauche, weil dafür auch erstmal gespart werden muss. Zum Thema 17 bis 70, richtig tolles Objektiv hatte ich vor 2 Jahren, 3 Jahren, ist mittlerweile schon eine ganze Weile her, hier auf dem Kanal auch mal getestet, da hatte mir es ein Abonnent zur Verfügung gestellt. Sehr, sehr tolles Objektiv und es würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn wir davon auch zeitnah eine G2-Variante sehen, was bei Tamron jetzt langsam alles updatet, was sie so haben. Und ich glaube, das 17 bis 70 ist sogar älter als das 70 bis 180, was jetzt 2023 schon ein Update gekriegt hatte. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da 2024 oder spätestens 2025 ein Update sehen. Ansonsten, wie gesagt, die 16 bis 55 plus das 70 bis 350 bist du ja schon super aufgestellt. Ob sich dann das 70 bis 200 wirklich noch lohnt, weiß ich nicht. Wenn es dir jetzt nicht auf den Platzersparnis einkommt, schau dir auch mal die gebrauchten 70 bis 200er F4er an, die G1-Variante. Da wirst du sicherlich ein gutes Angebot finden und auch das Objektiv ist schon richtig, richtig gut. Damit kann man richtig tolle Aufnahmen machen, bist dann halt entsprechend ein bisschen größer. Ja. Ich weiß ja nicht, wieso, weshalb, warum du genau die Mark II-Variante kaufen möchtest. Deswegen hier mal so allgemein gesprochen. Von Theo Kötter 8138. Ich wünsche mir von Sony eine Top-Kamera im APS-C-Bereich, nur fürs Fotografieren, nicht für den Videobereich und dann in der Größe der A7. Naja, man darf ja mal träumen. Genauso ist es und das ist auch das, was ich sage. Im Fotobereich, im Videobereich haben wir es. Die FX30 hat es gezeigt, was möglich ist. Im Fotobereich haben wir es halt leider noch nicht. Das ist genau der Wunsch, den ich auch habe. Deswegen habe ich das auch so mit reingenommen. Ich glaube es nicht, dass es noch kommt. Es wäre schön, aber ich glaube es mittlerweile tatsächlich nicht mehr. Von Roy Martin. Servus Tobi. Also einen Traum hat Sony schon angekündigt, die Sony A9 Mark III. Ich würde mich noch über eine RX100 Mark 8 freuen, mit den neuen AF-Features, Touch-Display, genau das Sigma, das sind ja alles Objektive, die schon draußen sind und ein verbessertes 200 bis 600. Die A9 III, super, wenn die für dich perfekt ist, freut mich sehr. Du wirst sie dann ja sicherlich auch irgendwann früher oder später in Händen halten, kannst dann gerne dich mal melden, wie zufrieden du damit in der Realität wirklich bist. Bei der RX100er Reihe weiß ich nicht, ob da nochmal ein Update kommen wird. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass das früher oder später kommt, aber nicht in den nächsten Monaten. Also wenn dann eher in der 2024, Anfang 25 sowas in der Drehe vielleicht nochmal. Ansonsten, wenn es bis, ich sage mal, Mitte 25 nicht da ist, wird es das wahrscheinlich nicht mehr geben. Das Sigma 10 bis 18, da bin ich dran, dass ich das mal zum Testen bekomme. Das 12 bis 24 hatte ich nur die G-Variante da, aber auch das war schon ein gutes Objektiv. Und eine Mark II-Variante oder eine GM-Version des 200 bis 600, da bist du nicht alleine, das wünschen sich einige. Und tatsächlich ist das originale 200 bis 600 ja älter, als ich dachte. Und damit, ja,
könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da früher oder später ein Update kommt, aber das wird wahrscheinlich nicht 2024 sein. Ich denke mal, da können wir eher 2025, 2026 drüber reden. Ich glaube, nächstes Jahr wird Sony da noch nicht reingehen. Von Eddie MB 3572, was total verrückt ist, was vielleicht nur für meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, ein 9 bis 24 mm Zoomling für FE. Beste Grüße, Eddie. Ja, 9 bis 24 ist wirklich sehr, sehr speziell. Mir persönlich reichen 16 mm in aller Regel aus. 12 mm, was so das klassische 12 bis 24 ist, sind ja schon sehr, sehr weitwinklig und dann nochmal bis 9 mm runter. Da, ja, das ist dann schon Nische von der Nische. Mal gucken, mal am ehesten dann vielleicht von Laowa oder sowas. Die hatten ja auch schon mal einen 10 bis 18 als rein manuelles Objektiv. Vielleicht wird es da mal was geben. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Und zu guter Letzt vom Markus Guy de Mesum. Münsterländer Senf dazu. Der Canon-Fremdgänger meint, eine APS-C-Kamera im Gewand der A7er Reihe, ob Sony oder Sigma, fände ich spannend. Das 18 bis 35 und 50 bis 100 jeweils mit einer F1.8. Da könnte er dann schwach werden und wieder zurückwechseln zu Sony. Also ja, das mit der APS-C-Kamera im Gewand der A7er, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Und die beiden Objektive, das 18 bis 35 und das 50 bis 100 F1.8, das wären echt tolle Objektive von Sigma. Das 18 bis 35 hatte ich schon mal da gehabt für das IF-Mount damals. Es ist ein tolles Objektiv. Auch nicht gerade klein, nicht gerade leicht. Ließe sich heutzutage bestimmt ein bisschen anders machen. Aber es wäre richtig schön, wenn Sigma sich da nochmal rantrauen würde für das I-Mount. Lassen wir uns einfach überraschen. Wenn es jemand macht, dann sicherlich Sigma. Damit wären wir mit euren Sachen soweit durch. Es gab, wie gesagt, noch einige mehr. Ich habe jetzt hier nur eine kleine Auswahl getroffen, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal noch in meinen Ausblick auf 2024, was ich so erwarte, was ich so vorhersage. Zuerst mal bei den Kameras, die ZV-E10, die hier auch gerade filmt, die wird sicherlich ein Update kriegen. Die Gerüchte dazu sind schon relativ lange im Umlauf, dass es kommen wird. Und Sony ist ja bei der ZV-Reihe auch schon dabei, die Updates zu machen. Deswegen denke ich, die ZV-E10 wird da als nächstes dran sein. Der Body wird sich nicht groß verändern, nach wie vor kein Sucher und ähnliches. Ich denke, auch der Bildstabilisator wird nicht drinne verbaut werden. Dafür werden die AI-Features und sowas kommen. Ansonsten wird sich das, glaube ich, nicht groß verändern. Aber gerade die AI-Features sind wirklich schön mit dem Auto-Framing und sowas. Das ist wirklich eine tolle Sache. Die Sony A7 V, die sollte kommen. Wie gesagt, ich denke mal eher Richtung Ende des Jahres. 33 Megapixel mit den ganzen AI-Features drin. Das tolle Display der R5 würde ich mir wünschen, würde ich aber nicht als fix ansehen. Also ich glaube, da könnte es auch zu Abstrichen kommen, dass man dann ganz klassisch einfach nur das Schwenkdisplay haben, was dann rausgeht und nicht diese Kombi wie in der R5. Die A7S IV geht es jetzt so langsam los mit den Gerüchten. Bei der A7S III hat es sehr, sehr lange gedauert zwischen, es kommen die ersten Gerüchte und die Kamera kommt dann tatsächlich auf den Markt. Deswegen denke ich mal, wenn überhaupt Ende des Jahres, aber eher dann Anfang 25. Außerdem gibt es noch Gerüchte über eine Fixed Focal Length Kamera von Sony mit Vollformat, sprich eine Kamera mit fest verbauter Festbrennweite. Gab es schon mal, könnte wieder kommen. Ich weiß es nicht. Also das ist halt auch wieder Nische von der Nische von der Nische. Könnte sein, ich glaube nicht wirklich dran. Euer Tipp? Gerne unten in die Kommentare. Und das Letzte, was ich jetzt mal noch mit reinschmeiße, ist mal eine Kamera nicht von Sony, sondern von einem anderen Hersteller. Es gibt Gerüchte, dass ein asiatischer Hersteller gerade an einer Sony E-Mount-Kamera baut. Das ist halt ein sehr, 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 sehr vages Gerücht, aber ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Irgendwie fände ich das toll, wenn da halt eine Kamera kommen würde für 300 oder 400 €, natürlich mit entsprechenden Abstrichen in Autofokusqualität und Ähnlichem. Irgendwo muss ja der Preis dann herkommen und das dann halt. Ja, eine E-Mount-Kamera von einem anderen Hersteller. Irgendwie, auf der einen Seite würde es mich sehr freuen, auf der anderen Seite kann ich es mir aber auch nicht so richtig vorstellen, weil ich denke mal, dass Sony zwar das Mount aufgemacht hat für andere Objektivhersteller, aber da noch so ein bisschen den Deckel drauf halten wird. Dann wahrscheinlich eher irgendwie mit dem L-Mount oder sowas. Das wäre dann die wahrscheinlichere Variante. Und bei den Objektiven, da hoffe ich auf immer noch mehr Teleobjektive, die dann kommen könnten. Gerade beispielsweise so ein 100-300 F2.8 oder sowas, was ja Canon jetzt auch hat. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Konkret gibt es in der Richtung noch nichts. Und dann denke ich, dass das ein oder andere G-Master-Objektiv vielleicht ein Update kriegen wird. Gerade bei dem 85er gibt es da Gerüchte. Oder dass auch ein G-Objektiv hier nochmal ein bisschen besser werden könnte.
lassen wir uns einfach überraschen. Sony ist jetzt gerade dabei, alles so ein bisschen zu erneuern. Vielleicht sehen wir auch ein paar bezahlbare, günstige Festbrennweiten, gerade im APS-C-Bereich wäre es schön. Aber natürlich auch für Vollformat lassen wir uns einfach mal überraschen. Und jetzt ist das Video wahrscheinlich schon wieder viel länger, als ich es ursprünglich wollte. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir hier mal einen Cut. Eure Meinungen, eure Tipps für 2024, was wird kommen, was würdet ihr euch wünschen, gerne unten in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Ich wäre mit dem Video dann erstmal am Ende. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.